Hallo Leute und willkommen zu einer neuen Folge FM21. Wir haben das super, 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 super wichtige Rückspiel gegen die Spurs jetzt auf dem Plan. Wir haben das Hinspiel 2-1 gewonnen. Das war ein richtig gutes Spiel von uns. Das Problem ist dieses Auswärtstor. Das ist wirklich das riesige Problem. Das heißt das wirklich The Tottenham Hotspur Stadium? Ich dart, das heißt New White Hart Lane? Ha, egal. Irgendwas wird schon passen. Ja, wird schwierig. Wird sehr schwierig. Ich habe ehrlich gesagt busy Schiss. Hatte ich aber auch vor dem Hinspiel, ne? Ich habe vor dem Hinspiel auch mehr Schiss gehabt als vom Rückspiel jetzt. Aber mal gucken, was haben die Spurs in der Zwischenzeit so gemacht? Die haben gegen Arsenal 2-0 verloren. Boah, das wird interessant. Ich hoffe, wir können uns echt gut präsentieren. Werden so spielen, keine großartigen Überraschungen jetzt, glaube ich. Wir müssen halt dann gegen Atalanta echt viel rotieren, aber wenn wir dafür weiterkommen, würde sich das lohnen. 6 Änderungen im Gegensatz zum letzten Spiel, da haben wir auch schon rotiert. Bogusch drinne für Regini, weil der leider gesperrt ist. Hinten Uribe ein bisschen angeschlagen, muss jetzt aber halt durchhalten können. Und Jungs, wie beim letzten Mal einfach, ne? Auf geht's. Oh, Szene direkt zum Start. Weiß ich nicht, ob mir das gefällt. Tendenz ist da eher nein. Ich muss vor allem noch Ingame-Sound anmachen, gerade fällt mir ein. Da haben wir gleich eine Lücke aufgerissen. Das war jetzt nicht perfekt. Oh oh. Oh oh, oh oh. Jupp. Das ist genau das. Da ist wirklich Ingame-Sound. Was nicht passieren hätte dürfen. Das ist mit Abstand das Schlimmste, was hätte passieren können. Ein frühes, frühes, frühes Gegentor. Netkov mit dem Fehler. Eieiei. Ja, so eine Scheiße, ne? Momentan werden die Spurs weiter, weil sie halt dieses Auswärtstor haben. Ach du Schande. Ach du Schande. Genau das, was nicht passieren durfte. Und jetzt müssen wir halt auch noch ein Tor machen. Wir haben bisher nicht einen einzigen Schuss. Der Rest ist komplett ausgeglichen, aber... Fuck. Fuck, fuck, fuck. Ach, so dumm und dämlich schon wieder verteidigt, ne? Verstehe ich nicht, wie man halt so früh so rumpennen kann. Die Jungs müssten halt einfach komplett heiß sein und sie, ja, machen einfach gar nichts. Das spielt leider auch gar keiner gut. Oh Mann, ey. Mir schwand Böses. Mal schauen, Caicedo. Bleibt kurz hängen. Und passt dann direkt zum Gegner. Und da gibt's den nächsten Konter. Das war jetzt erstmal gut gemacht. So, Tarikone und Salah. Kommt, macht das gut jetzt. Nee, Jungs, das ist viel zu viel klein-klein. Ihr müsst sofort auf die linke Seite spielen. Gerade weil halt Spurs noch vorne sind. Vielleicht jetzt mal Caicedo. Guter Ball auf Rovalia. Und das ist abseits. Ach, fuck. Scheiße. Ganz große Scheiße. Ja, leider wirklich abseits. Oh, knappes Ding. Mann. Jungs, nee, da muss ich die Flasche werfen. Alle motiviert, immerhin. Es ist wirklich unfassbar schlecht. Ihr macht gerade alles falsch, was man nur falsch machen kann. Ünders Eckball kommt nicht durch. Caicedo klärt erstmal. Ünder, vielleicht jetzt eine flache Flanke rein. Rovalia, ach Mann. Bleibt schon wieder hängen. Glücklos heute. Ich habe leider nur Navarra mitgenommen. Weil ich dem ein bisschen mehr Spielzeit geben wollte. Aufpassen bitte. Ah, Müller kriegt den Ball zurück. Jesus hat das Tor gemacht. Dembélé und Hannibal zum Glück mit dem Kopfball daneben. Müssen nur bei Dickmann aufpassen. Der hat die gelbe Karte. Andres wird reinkommen für Caicedo. Ich meine, ein Tor würde uns natürlich erstmal dann auch reichen. Ich werde mal auf gleich sehr offensiv gehen. Das zweite Tor von den Spurs ist uns erstmal relativ egal, weil das würde für uns eh nur bedeuten, dass wir ein Tor machen müssen. Da zwar für die Verlängerung, aber wir müssen auf jeden Fall ein Tor machen.
Die Zeit läuft uns megamäßig davon. Navarro kommt rein für Bogusch. Schreckliches Spiel von ihm. Zeigt sich auch, dass er absolut keine... Ja, egal. So, Brescianini geht hier hin. Flanken früh schlagen, hinterlaufen auf beiden Seiten, vertikaler spielen, etwas breiter spielen. Ballert den Ball einfach vorne rein und ich hoffe, dann wird da ein Tor gemacht. Eckball von den Spurs. Rüber. Ranocchia kommt rein für Brescianini, ist unser letzter Wechsel. 10 Minuten haben wir noch. Oh Mann. Oh Mann. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Das ist, glaube ich, das Aus. Und dann war es wirklich dieses eine Auswärtstor, was überhaupt nicht hätte sein müssen. Was uns wirklich rausschmeißt. Oh Mann. Oh Mann. Ja, das wird zwar, glaube ich, gewesen sein. Das kann nicht wahr sein, Alter. Mit einem 1-0 in der ersten Sekunde gefüllt. Das kann einfach nicht wahr sein, hä. Alter FM, bitte lass mich diesen Spieler doch einfach in die fucking Mitte packen. Meine Güte, ey. Ach, ey, es ist halt so unfassbar frustrierend. Es war wirklich dieses eine Auswärtstor. Es wäre ja komplett wurscht gewesen, was Spurs hier in diesem Spiel machen. Hätten wir halt einfach nur dieses scheiß Auswärtstor nicht kassiert. Aber nein, die Jungs mussten natürlich noch einmal so krass pennen. In diesem sonst so richtig, richtig guten Spiel. Dass wir da natürlich das Gegentor kassieren. Und jetzt sind wir raus. Weil in diesen 4 Minuten Nachspielzeit wird nichts mehr passieren, außer dass wir vielleicht noch ein Gegentor kassieren. Allerletzte Chance und der Ball geht einfach direkt zum Gegner. Und schon wieder. Ja, wie gesagt, das Tor ist wurscht. So oder so müssen wir eins machen und das werden wir nicht mehr. Schade. Da hat sich mal wieder bewiesen, wer überhaupt nichts in der Mannschaft zu suchen hat, vor allem Bogusch. Und wir sind echt raus gegen die Spurs. Also Bogusch nehme ich aus meiner Kaderplanung raus. Das ist das nächste Spiel, was absolut schrecklich von ihm ist. Ja, wir haben echt durch dieses Auswärtstor verloren. Was anderes war es nicht. Pennen die einfach in der ersten Sekunde komplett rum. Wirklich mit Abstand das Schlimmste, was hätte passieren können, ist eingetreten. Oh Mann. Und raus sind wir. Und das so unverdient, meiner Meinung nach. Ja, Navarra, du bist leider auch unfassbar schlecht einfach. Ich denke, ich habe gut gespielt. Nein. Nein. Nein, hast du nicht. Meine Fresse, Alter. Dann haben wir noch so einen Vollidioten, der denkt, ihr spielt gut, wenn er seit 300 Jahren kein Tor gemacht hat. Als Stürmer. Junge, Junge, Junge. Also gut, der wird ja eh verliehen. Bogusch ist auf jeden Fall raus. Also die nächste unfassbar schlechte Leistung von ihm. Das macht einfach keinen Sinn. Ach, Mann, ey, ist das einfach frustrierend. Das tut weh. Scheiß Spurs, ey. Schaffen die echt ein Tor in der allerersten Sekunde gefühlt. Mann, Mann, Mann. Ja, jetzt können wir uns auf die tolle Liga konzentrieren, die ja eigentlich auch schon durch ist. Auch super viele Spieler, die wirklich super, super schlecht gespielt haben. Leider. Ja, ich weiß nicht, was heute los war, ne? Wir haben halt das exakt gleiche gemacht, eigentlich wie im Hinspiel. Und haben einfach alles falsch gemacht, im Gegensatz zum ersten Mal. Mann, 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 ey. Und der Traum von dem Halbfinale ist einfach innerhalb wirklich von ein paar Sekunden zerbrochen. So, hier gehen die Werte ein bisschen hoch, aber es interessiert uns momentan eher nicht, weil das ist jetzt leider extrem frustrierend.
Und wir haben jetzt wirklich nur noch die Liga. Überall sonst sind wir raus. Ja. Toll. Dann hoffe ich mal, dass die Transfers sitzen im Sommer. Also ich werde mir jetzt ziemlich safe noch einen Zehner holen. Wollte ich eigentlich nicht machen, weil ich dachte mir eigentlich, dass Schafer das schon übernehmen wird. Sprich, wir werden dann mit Bogusch halt nächstes Jahr noch spielen, dachte ich mir jetzt. Und dann wird Schafer so langsam rangezogen an die erste Mannschaft, weil er halt schon echt, wow, okay, weil er schon echt sehr gut ist. Und sein 16, aber vielleicht werden wir uns da, oder ziemlich safe, wenn wir uns da noch jemanden holen, weil Bogusch ist einfach. Die kannst du die Tonne kloppen. Der hat 25 Einsätze, ein Tor, eine 6,77 Durchschnittsnote. Das ist halt ein sehr, sehr schlechter Transfer leider gewesen. Bei rechts außen bin ich mir immer noch nicht so ganz sicher, ob Caicedo oder Andres das nächstes Jahr schaffen werden. Ganz ehrlich, ich möchte nächstes Jahr eigentlich schon um die Meisterschaft kämpfen. Ne? Ich möchte sie vielleicht, also ich möchte sie natürlich gewinnen, aber wir werden sie höchstwahrscheinlich nicht gewinnen, aber ich will halt wirklich schon drum kämpfen. Und wir haben bisher immer einen Schritt nach vorne gemacht, dieses Jahr auch. Und das heißt für mich dann natürlich eigentlich, dass wir in der Hinsicht rankommen müssten an den ersten. In dem Fall wäre es jetzt halt Inter. Sprich, wir müssten knapp 10 Punkte mehr haben und das möchte ich dann erreichen. Das schaffen wir mit Bogusch, glaube ich, nicht, leider. Sehr, sehr schlechter Transfer. Ansonsten Rechtsverteidiger noch. Da können wir gleich mal raufgucken, aber ich glaube, das machen wir auch erst in der nächsten Folge. Weil wir jetzt gerade so viel zu tun haben, weil halt alle 3 Tage Spiele sind. Ja, ich meine, selbst mit 10 Punkten mehr wären wir momentan nur ganz knapp dran, ne? An Milan, an Inter. Nicht wirklich richtig. Die sind dieses Jahr wirklich das Nonplusultra. Andres möchte gerne einen neuen Vertrag haben. Das kannst du dir getrost abschminken nach einem sehr schlechten Spiel. Dass die Spieler immer ankommen müssen mit sowas nach einem schlechten Spiel, ne? Das ist auch so. Das ist wirklich einfach vom FM, ne? Damit man getriggert wird. Also ohne Scheiße. Da könnt ihr mir nichts anderes erzählen, dass die Spieler nach schlechten Spielen immer ankommen. Jeder normale Mensch würde sich denken, fuck, kann ich mir jetzt nicht leisten. Und die so, ah, gib mal mehr Vertrag, Alter. Nee, echt nicht. Atalanta. Ohne De Luca anscheinend. Wir müssen ordentlich rotieren. Zum Glück kommt Regini wieder rein für den Versager Bogusch. Okay, vielleicht sollte ich nicht so hart sein, aber ja, doch, eigentlich schon. Ich bin schon sehr sauer auf ihn, weil er einfach nie performt. Bürz kommt rein für Uribe, weil der ist ja komplett im Arsch. Ich würde sagen, Kabianka kommt auch mal wieder rein für Sala. Sila würde ich wohl noch drin lassen, Ünder auch. Und den Rest wahrscheinlich auch erstmal. Dass wir jetzt die 3 Änderungen vollziehen. Ich glaube, das passt. Mal schauen, wie die Jungs jetzt mit dem, ja, im Rückschlag umgehen. Ach, Mann, ey. Ivan Perisic ist Coach, wow. Okay. De Luca ist nicht mehr auf der Bank? Haben die den einfach komplett abgeschossen jetzt, oder was? Nachdem er zu mir wechselt, oder ist er momentan verletzt? Das wäre natürlich blöd, Hauptsache nicht so lange. Da möchte ich mal kurz schauen. Ah, hat eine Nackenverletzung? Okay. Zu viele Nackenschellen kassiert oder was? 3 Wochen fällt er aus. So, hoffentlich läuft es jetzt besser. Ünder und Kabianka treiben den Ball für uns in der ersten Szene nach vorne. Sind gerade mal 4 Minuten gespielt. Ünder verliert sehr einfach den Ball. Ja, da müssen wir jetzt ein bisschen aufpassen, damit Inter sag ich schon, Atalanta nicht zu weit nach vorne kommt. Was sie leider machen und natürlich auch sofort das 1-0 erzielen. Ach man, es kann natürlich jetzt sein, dass die Moral krass nach unten geht nach dem Aus gegen die Spurs. Netcov macht hier, ja, nichts richtig leider. Pennt komplett rum gegen Lo Scherpo und der macht natürlich easy das 1-0 im 1 gegen 1 gegen Tadikone, weil die Gegner können irgendwie immer 1 gegen 1, aber unsere Splendi. Ach, Netcov, ey. Macht er in letzter Zeit aber auch ein bisschen häufig, ne? Also wäre vielleicht mal sinnvoll, auch ihn ein bisschen rauszunehmen. Das Problem ist, die nächsten Spiele geben das überhaupt nicht her. Wir werden
in 2 Spielen auch wieder extreme Fitnessprobleme haben. Schrecklicher Ball von Kabianka, der das jetzt hoffentlich besser macht. So, es war solide gespielt. Regini wird nach hinten beordert, leider. So, jetzt vielleicht mal Sila auf Dickmann. Rückraum auf Regini. Jetzt vielleicht nochmal zurück. Genau, dann war das hoffentlich noch nicht die Szene. Wow. Das Luftloch von Rovalia war die Szene. Eieiei. Eieiei. Das sind leider auch jetzt richtig schlimme Gegner, ne? Die wir jetzt zuletzt, zunächst haben, nach dem Aus gegen die Spurs. Ich glaube, die nächsten 4 Gegner sind allesamt echt ekelhaft mit Atalanta. Ich glaube, Inter, Parma und den vierten weiß ich gerade nicht. Und dann haben wir die letzten 3 erst ansatzweise wieder besser. Ja, die Jungs spielen scheiße. Die spielen einfach so schlecht, dass man sich die Haare rausraufen kann schon wieder. Ich weiß nicht, was heute schon wieder los ist. Sie haben einfach von heute auf morgen schon wieder verlernt, Fußball zu spielen. Ach, ich glaube, auf rechts muss ich was machen. Caicedo und Andres sind einfach so unfassbar inkonstant. Wow. Auch Postkus kommt rein für Ünder und ja, die Zeit läuft uns davon. Dickmann wurde komplett totgetreten anscheinend. Schienbeinprellung. Ja, komm, eine Schienbeinprellung. So, ja, weiß ich nicht. Ich hoffe, das passt noch. So, jetzt vielleicht mal. Naja, oder auch nicht, wenn Kabianka so einen Ball raushaut. Ah, heute ist schlimm. Heute geht gar nichts, leider. Wirklich, als ob die von heute auf morgen Fußball spielen verlernt haben, oder? Ich verstehe das halt nie. Klar haben wir jetzt gerade ein bisschen Fitnessprobleme, aber das sollte halt eigentlich kein Argument sein. Gerade dass Leute zum Beispiel wie Regini so schlecht spielen. So, Ranocchia für Silas, unser letzter Wechsel in diesem Spiel, welches wir höchstwahrscheinlich auch wieder verlieren werden, weil einfach heute gar nichts geht. Ich meine, laut Statistik haben wir Chancen, Gleichheit, aber viel sehen wir davon nicht. Und dann müssen wir uns vielleicht dann doch noch so ein bisschen Sorgen um unseren Champions League Platz machen, je nachdem natürlich, was Lazio und AC Milan machen, während wir zum Glück nicht das 2:0 kassieren. Ganz, ganz schlecht heute leider. Aber die letzten beiden Spiele sind genau der Rückfall in diese Zeit, die wir kurz vor Weihnachten hatten, die ganz, ganz schlimm war für uns. Und das ist heute absolut gar nichts. Wir haben gefühlt eine Szene gesehen. Ich weiß nicht, ob wir wirklich mehr gesehen haben. Und das war das Luftloch von Rovalia. Jungs, was ist mit euch los? Warum spielt ihr auf einmal so einen unfassbaren Müll? Meine Güte. Meine Güte, ey. Von heute auf morgen spielen sie auf einmal so einen extremen Mist. Ich kann nicht mal wirklich viel bestrafen, weil die trotzdem irgendwie, warum auch immer, gute Noten bekommen haben. Das hasse ich immer am meisten. Mann, 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 ey. Ja, das verstehe ich wirklich nicht. Von heute auf morgen haben sie das Fußballspielen verlernt. Ohne Sinn und Verstand. Und jetzt, ja, die nächsten beiden Spiele, also Torino war es und Sassuolo, okay, ich dachte Parma. Es sind halt alles Gegner auf einem Niveau und momentan haben wir ein ganz, ganz schreckliches Niveau. Letzte Folge noch so gut, mit einem Napoli-Sieg auch, ich verstehe das nicht. Ich verstehe das wirklich überhaupt nicht. Mann, 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 ey. Super frustrierend einfach nur. Dickmann wird im nächsten Spiel ausfallen, ist vielleicht gar nicht so schlecht. Uribe wird dann wieder reinkommen. Netcop wird mal eine Pause bekommen. Das ist leider sehr schlecht, was er aktuell spielt. Salah kommt dann wieder rein. Brescianini würde ich drin lassen. Sila würde ich drin lassen. Regini. Ünder macht momentan auch nicht so die beste Figur. Genauso wie Rovalia. Da kommt dann Buonacasa mal rein. Poskos, Andres werden dann wohl meine Wechsel sein. Aber ich muss mal schauen, wie das dann mit der Fitness bei den 3 zentralen Mittelfeldspielern läuft. Juve, Milan, Lazio, alle gewonnen, alle kommen ran, alle gehen weg, wie Juve zum Beispiel.
Jetzt sind es nur noch 7 Punkte, die wir Vorsprung auf Milan haben. Natürlich noch ein Spiel in der Hinterhand, aber in der aktuellen Form ist das leider kein Faktor, weil es vor allem auch, glaube ich, das Spiel jetzt gegen Sassuolo ist. Eieiei, ich verstehe es nicht, ne? Von heute auf morgen vergessen sie einfach, wie man Fußball spielt. Machen so viele Fehler, selbst Netkov macht dann halt auf einmal Fehler. Es ist einfach so frustrierend. Ja, das ist halt der FM dieses Jahr. Du hast halt irgendwann den Run, wo dich keiner besiegen kann. Und auf einmal verlernst du von heute auf morgen das Fußballspielen. Weil man natürlich wahrscheinlich auch so ein bisschen naiv wird und nicht so viel In-Game-Coaching macht, ne? Das ist natürlich auch ein Faktor. Wobei das jetzt hier halt eigentlich einfach kein Faktor war, weil wir haben uns auf den Gegner eingestellt, ne? Wir haben extra überlegt, was spielen wir. Wir haben halt die gleiche Taktik gespielt, die wirklich perfekt funktioniert hat im ersten Spiel. Ah, dieses Auswärtstor, ne? Ich wusste das, ne? Ich glaube, ihr habt es auch im ersten Spiel gegen die Spurs gemerkt, wie schlimm ich dieses Auswärtstor fand. Und leider hat sich's dann echt bewahrheitet. Bin froh, wenn nächstes Jahr die Auswärtstore weg sind, ne? So, alle können mal schauen, wie es mit der Fitness aussieht, während wir wohl gegen ein 5-2-3 spielen müssen. Raspadori, bin ich gespannt. Soll ja unfassbar schlecht in Form sein, ne? Nachdem wir die Stürmer gescoutet haben. Aktuell halt immer noch. Heißt wahrscheinlich, dass er gleich einen Hattrick gegen uns machen wird. Okay, wir müssen doch mehr wechseln, als ich gedacht habe. Ranocchia kommt für Sila rein. Regini, Brescianini, würde ich sagen, sollte in Ordnung gehen, dass die spielen. Und Buonacarsa macht hoffentlich heute mal ein Tor. Ansonsten muss Rovadia halt den Joker geben. 7 Änderungen im letzten und zum letzten Spiel. Das ist leider nötig nach den 2 unfassbar schlechten Spielen. Hoffen wir einfach mal, dass es jetzt besser läuft. Aber meine Hoffnung ist gerade sehr gering, weil ja, wenn wir außer Form sind, dann ist es meistens sehr krass. Und dass wir jetzt gegen Raspadori spielen müssen, den wir halt quasi rejected haben, als wir nach unserem neuen Stürmer gesucht haben, weil wir halt gesehen haben, dass der so unfassbar schlecht in Form ist, macht mir nochmal sehr, sehr große Sorgen und lässt mich wahrscheinlich den Hattrick wirklich erahnen. So, das war jetzt erstmal gut für uns. Sala und Ranocchia, auf geht's. Bisschen langsam, bisschen sehr schlecht der Ball. Muss auch nicht sein, kann er deutlich besser. Verstehe ich auch nicht, ne? So ein Ball macht Ranocchia halt sonst nie. Na gut, es ist halt gerade so. So, das war besser. Buonacarsa auf Brescianini. Wieder so ein Unsinnsball. Jungs, könnt ihr mal bitte so spielen, wie es in der Taktik steht? Poskus, so, komm. Brescianini, der war jetzt ein bisschen besser wenigstens. Das ist Abseits. Das ist kein Abseits! Poskus, 1-0. Hätte ich echt gedacht, dass es Abseits ist, aber vielleicht hat der eine Spieler, ich glaube, der linke Innenverteidiger von Sassuolo, das Ding aufgehoben. Der hier. Pirola war's. Nee, es war der komplette Linksverteidiger, es war Sosa. Den habe ich nämlich gar nicht auf dem Schirm gehabt. Und deswegen ist es natürlich alles kein Abseits. Wundert mich so ein bisschen, ehrlich gesagt, dass wir im Deutschen kein Wort für quasi Nicht-Abseits haben, also sprich Onside. Aber gut, was kann ja Anseits sein? Klingt aber super scheiße. Ja gut, weißt du, sonst hast du für alles im Deutschen ein Wort, aber nicht, wenn man nicht im Abseits ist. Ja gut. Frühe Führung, gut für uns, jetzt halt nicht nachlassen. Benevento führt gegen Lazio, das ist gut für uns. Also es ist doch nicht unser Nachholspiel. Spielt Milan gerade? Nee, ja gut, Lazio hatte glaube ich auch ein Nachholspiel. Also sind es wahrscheinlich doch die Nachholspiele für die, die international gespielt haben. Reginis Fitness geht rapide bergab. Das Problem ist, in 3 Tagen haben wir schon wieder das nächste Spiel. Eieiei. Aber aktuell müssen sie alle durchhalten. Sieht gut aus, aber nicht selbstzufrieden werden, ne? Das haben wir leider sehr gut drauf, gerade nach dem Spurs-Spiel. Die dachten halt, die wären die Kings nach dem 2-1, aber waren sie leider nicht. Oh, Regini mit einem Fehler gleich zum Anfang. Brescianini macht das zum Glück wieder wett. Wieder so ein Unsinnsball nach vorne. Gut, sehr gut. Andres. Ja, kommt hier sehr schön an Sosa vorbei, aber ist dann leider ein Ego-Schwein und spielt nicht in die Mitte ab. So natürlich großer Unsinn, der Angriff.
So, Bogusch, wenn du jetzt nicht gut spielst, oh. Sugawara hat echt viel Platz. Pedrinho auch. Wir sollten langsam mal rangehen, ne? Wir haben da so viele Leute stehen, aber keiner geht ran. Endlich mal Poskos. Ja, schmeißt den Ball nach vorne. Hätte man vielleicht besser lösen können. Dallmann auch wieder. Wo sind wir? Dallmann macht alles richtig bisher. Wenn auch ein bisschen unpräzise, wie auch dieser Ball von Borna Casa. Oh, ist das ein wildes Spiel. Und wir machen so viele Fehlpässe. Das ist, glaube ich, kein Abseits. Und Raspadori macht natürlich das Tor. Also, ganz ehrlich, da hätte ich auch wirklich 100 Euro drauf gewettet, dass der ein Tor gegen uns macht. Brescianini wird auch gleichzeitig rausgehen. Also, was wir gerade an Fehlpässen spielen, ist ja wirklich schrecklich. Aber auch hier wieder auf einmal, ne? Die letzten Spiele hatten wir immer so 92, 93% Passgenauigkeit. Ich meine, jetzt haben wir immer noch 88, aber was wir sehen, sind halt nur Fehlpässe von uns. Und so ein unnötiges Gegentor schon wieder. Das sind nur wirklich die Gegentore, die du am leichtesten verhindern kannst, indem du einfach fucking den Pass an den scheiß Mann bringst. Aber nein, machen sie nicht. So, Rovalia kommt rein für Borna Casa, auch mal wieder super enttäuschend. Das wird dann auch wahrscheinlich eins seiner letzten Spiele für uns gewesen sein. Und auch hier werden wir, glaube ich, nicht gewinnen. Leider hat Lazio ausgeglichen, also auch hier werden wir nicht mal einen Punkt gut machen. Stehen wieder zu weit weg von Sugawara und von Pedrinho. Tonga darf wahrscheinlich jetzt auch einfach reinflanken und fast gibt's das Ping-Pong-Tor. Das hätte natürlich nur noch gefehlt. Also heute ist leider absolut schrecklich. Schade, waren so gut in Form wieder, ne? Aber auf einmal, man hat nichts großartig geändert. Man hat auf die Fitness geachtet. Man hat aufgepasst, dass alle glücklich sind. Man hat geschaut, dass die konstant gut spielen und die, die nicht gut spielen, dass die halt auch mal ein bisschen rausgehen. Lazio gewinnt natürlich. Fuck off, Alter. Aber heute war leider der Wurm drinne und man weiß wieder nicht wieso. Auf einmal haben sie verlernt, Fußball zu spielen. Drei Spiele, ein einziger mickriger Punkt. Boah. Sind für die Conference League qualifiziert, aber die Scheiße interessiert uns ehrlich gesagt nicht. Und jetzt sind es halt nur 8 Punkte auf Milan. 5 Spiele noch. Juve, Inter sind weg. Ja, wobei Juve Inter spielen noch gegeneinander. Ach Mann, ey, was ist denn auf einmal schon wieder los? Ich verstehe es halt nicht. Ich verstehe es wirklich nicht. Wir waren so gut in Form. Wir haben sogar Napoli besiegt, die unfassbar stark in Form waren. Und auf einmal geht wieder alles in die Brüche. Von heute auf morgen. Warum halt einfach? Oh, lass mich die Spieler doch einfach bestrafen, Mann, FM, please. Ach Gott, ey. Nächste Folge haben wir auch noch Inter, meine Güte, ey. Ich weiß nicht, ich weiß es wirklich nicht. Ich bin echt ratlos, ich verstehe es nicht. Regini ist gesperrt fürs nächste Spiel. Ja, super, wieder Bogusch, toll. Ganz ehrlich, bring Schafer rein. Kein Bock auf Bogusch, ganz ehrlich. Ich will ihn nicht jetzt als Sündenbock hinstellen, auch wenn es vielleicht so klingt. Aber meine Güte, ey, ist das ein schlechter Transfer von mir gewesen. Der zeigt ja gar nichts. Hat er eigentlich die schlechteste Note von allen? Nehmen wir mal mindestens 5 Spiele, dann hat Navarra die schlechteste. Dann Caicedo, boah, trotz ein Tor und 7 Vorlagen. Rodriguez, ja gut, er hat kaum Einsätze. Und dann Bogusch, ja. Ja, das heißt für mich aber auch ganz ehrlich, wenn ich das so sehe, dass Caicedo auch gehen muss. Dass es keinen Sinn macht, weil der Spieler ist so inkonstant. Andres ist ja schon inkonstant, aber Caicedo schießt ja nochmal den Vogel ab. Dann machen wir im Sommer rechts außen, OM Backup und Rechtsverteidiger. Und hoffen, dass wir dann eine Mannschaft haben, die um den Titel mitkämpfen kann. Vor allem mit De Luca, der dann hoffentlich oft Tore macht. Wie sieht es bei den Rechtsverteidigern rechts außen aus? Rechtsverteidiger haben wir schon durch.
Sag mal, Röslev, hatten wir den nicht schon mal? Ah, bin ich mir nicht so sicher. Wird dann aber echt ein bisschen knapp mit dem Geld, ne? Wir müssen dann ordentlich einnehmen durch Colombo, Giacchac, Bonacassa, Moro, Velardi in Cardona und dann Caicedo, den ich auch verkaufen werde. Da macht eine Leihe keinen Sinn mit seinem Alter. Ich hoffe, dass wir da noch ein bisschen Geld rausbekommen. Ja, müssen schauen, dass wir da gute Deals aushandeln. Ich meine, 20 Millionen ist nicht wenig. Mal schauen. Nächste Folge muss aber erstmal von den Spielen her besser werden. Ich weiß nicht, was heute los war, ehrlich gesagt. Es ging gar nichts. Es ist halt super frustrierend, aber ja, das kennen wir halt leider nicht anders. Nächste Folge gegen Torino, die sind auf 12, die müssen wir schlagen. Inter werden wir nicht schlagen können. Und Salernitana müssen wir dann besiegen, weil wir müssen Lazio und Milan abhalten. Platz 2 ist, glaube ich, weg, leider. Aber Platz 3 und 4, Platz 3 sind halt 3 Millionen nochmal mehr als Platz 4. Also Platz 3 ist eigentlich das absolute Minimalziel. Gerade nach dem Run, aber es sind halt nur noch 2 Punkte auf Lazio. Und die haben mit Ciro den mit Abstand besten Torjäger der Liga. Und Reggini, unser bester Torvorlagengeber, auch der Liga, ist momentan auch leider ein bisschen außer Form und sein Ersatz ist leider eine Nulpe. War eine super beschissene Folge für unser Team, leider. Super schade. Hoffentlich läuft's besser am Mittwoch. Sehen uns dann wieder. Bis dahin. Tschö.